Joa, hallo, Hallöchen und herzlich willkommen hier zu Robin Hood und die sieben Geißlein. Keine Ahnung, scheiße, verdammt. Bin immer noch in dieser komischen Höhle natürlich. Und versuche standzuhalten, bis Tag ist und ich hier rauskomme, weil ihr seht ja schon, was jetzt hier los ist. Und da kann man sich auch vorstellen, was draußen los ist. Da mal eine Fackel hinsetzen vielleicht. So. Hier auch noch mal eine. Und hier auch einfach noch mal eine. Einfach weil ich es kann. Wetter. Es müsste eigentlich langsam Tag werden. Ja, ich glaube, es wird Tag. Es wird Tag. Ja. Es wird hell. Komm schon! Werde Licht! Schweine! Attacke! Es ist Tag, geh weg! Ich hab gesagt, es ist Tag. Ey, hier sind ja ganz schön viele Schweine. Wir haben das Schweineparadies entdeckt und da oben ist ein Creeper. Schaffe ich das jetzt da, mir die Schweinchen zu holen, ohne dass der Creeper mich gleich killt? Also ich sollte auf zwei auf jeden Fall mitnehmen. So. Wo haben wir es? Das müsste doch gehen mit Weizen hier. Ja, komm. Oder reagieren die nur auf Karotten? Ich weiß es gerade gar nicht. Grüne Waldspinne. Okay, nein, es scheint irgendwie nicht zu gehen. Ist egal, weißt du, das machen wir einfach so. Ja! Und Schinkenstreifen! Ja! Jetzt bist du dran, ey. Dein Name war nie Beb. Du bist ein Schweinchen-Beb. So. Nein! Da ist noch eins. Gib mir deine Schinkenstreifen. Ha, möchtest du mein Freund sein? Ja, möchtest du mein Freund sein? Ja, weißt du was? Ich fresse meine Freunde. So, haben wir das auch schon mal. Mein Gott, es wird echt spät. Man merkt's an meiner Art. Ich hab dann einfach mal vollkommen einen an der Pfanne. Ja, Attacke! Oh, das war ja gescheatet. Die Spinne hat gescheatet. Habt ihr das gesehen? So, ich rotte jetzt hier die Schweinchen aus, denn... Nein, ich rotte sie natürlich nicht komplett aus, weil da gibt's vielleicht dann eben keine mehr und dann ist schlecht. Deswegen müssen wir sie leider noch ein bisschen am Leben lassen. Aber ich weiß auch... Kann man die echt nur mit Karotten locken? Ist natürlich dann mies, wenn ich nämlich keine Karotten habe und wenn ich keine finden sollte, ist das noch mieser. Joa. Nee. Ich hätte jetzt beinahe, ja, das Gedicht beendet mit einem Produktnamen aus einer Werbung und ja. Da ich ja nicht für irgendwelche Produkte Werbung machen will, für die ich, wovon ich keinen Nutzen habe, dann oder so oder sonstiges, lasse ich es auch lieber. Mal davon abgesehen, dass ich es ja auch rein rechtlich wahrscheinlich eigentlich gar nicht dürfte. Ich weiß auch gar nicht, was hier los ist, ey, so viel Kohle, das ist unglaublich gerade. Da
freut sich doch mein Inventar. Bei so viel Kohle, ne? Alter, okay. Ich glaube, da kommt gerade ein Skelett angelaufen. Oder ist es unterirdisch hier? Ich weiß es gerade echt nicht. Ich kann es nicht zuordnen. Aber ist ja auch egal, denn wir haben Kohle. Ich weiß auch gar nicht, wie viel wir hier mitnehmen können, weil... Ist das eine Kuh? Hier ist ein Schwein, ne? Ist ein Schwein. Es sind alles Schweine hier. Ey, unglaublich, wie viele Schweine hier rumrennen. Und so viel Kohle. Ich habe Schwein und ich habe Kohle. Ne, was will man mehr im Leben? Ne, Schwein haben und Kohle haben. Kann man doch alles mit anfangen. Wobei man hat ja in dem Sinne Schwein, wenn man Kohle hat, oder? Nein, natürlich nicht. Kohle ist nicht alles. Es ist nicht alles Kohle, was schwarz ist. So, da oben würde ich nochmal eben schnell auch mal einen Rundumblick wagen. Ach du heilige Wurst. Das gibt es ja gar nicht. Ich glaube, gleich ist mein Inventar voll. Mit Kohle. Aber es ist natürlich super, denn ja, ich brauche sie ja natürlich auch. So ist es ja nicht, dass ich sie nicht brauchen würde, aber es ist eine ganze Folge voller Kohle. Schweinkohle. Kohleschwein. Kohle. Mit obszönen Tönen. Das hört sich gerade an, als ob einer gelacht hat. Achso, das ist von der Musik. Glaube ich zumindest. Ich muss mich da echt noch ein bisschen dran gewöhnen, dass im Hintergrund eine andere Melodie läuft. Ich finde es natürlich angenehm, ne, ein bisschen anderes zu hören als diese langweilige Minecraft-Musik. Aber es ist natürlich trotzdem eine Umstellung, wenn man das immer so gezockt hat. Überall Schweine, ey, das ist doch nie wahr. So viele Schweine. Diese Schweine. So, hier haben wir doch, glaube ich, einen ganz guten Überblick über die Map. Da ist nochmal Kohle. Aber keine Kühe. Vor allem eine Kuh von hier aus da hinten rüber schleifen erstmal. Ist ja auch schon eine ganz schöne Tortur. Oh, ey. What is that? Is that a Schaf? Ist eine Ziege. Eine Ziegebock. Ja, mit Ziegen kann ich aber gerade nichts anfangen. Kühe? Kühe? Wuppala. Kühe, 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 Kühe. Jawohl, jawohl. Geronimo. Okay, die Kohle muss ich noch mitnehmen. Aber es wird auch bald wieder Nacht und ich weiß nicht, ob ich das schaffe mit den Kühen. Okay, ich sollte die Kohle hier lassen. Oh. Ich hab da was. Hallo. Komm mit mir. Kommt. Folgt mir in die Freiheit. Ja, ich bin euer neuer Meister. Alle mir folgen. What the fuck? Oh, ist das geil. Ich hoffe, wir schaffen das. Die rennen ja aber auch alle so hinterher, ne? Hey, 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 hey! Hallo! Na gut, wenn wir so lange mit zwei Schafe und zwei Kühe hinterher rennen, ist da erstmal alles perfekt. Denn das brauchen wir auf jeden Fall. Ich muss nur ein bisschen aufpassen, dass das denn hier auch so klappt, dass wir nicht hier irgendwo was verlieren. Wie das Schaf da vorne, was so blöd ist, um hier rüber zu hüpfen. Als wir das Gras gerade... Nein, jetzt ist das... Oh Gott, komm doch. Hey, hallo. Okay. Es waren von vornherein nur zwei Schafe.
Ich habe das Schaf nicht in das in die Grube geschmissen. Ich war das nicht. Ich habe das Schaf da nicht reingeworfen. Das lasse ich mir nicht unterstellen. Ich glaube, sie haben einfach keinen Bock mehr gerade. Oh, es ist gerade echt anstrengend. Ich muss mal kurz nach vorne rennen, um... Wo bin ich denn überhaupt? Kommt mit! Jetzt, da jetzt bald euch mal, ich renne hier gleich sonst weg. Oh, dass ich hab so das dumpfe Gefühl, dass ich entweder auf einem ganz falschen Weg bin oder es gleich verdammt nochmal Nacht wird. Okay, nee, wisst ihr was, das hat gerade absolut keinen Sinn. Ach doch, ich hab doch eine Idee, Momento. Das machen wir ganz einfach. So. Oh, rup, dup, dup, dup. Dup, 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 dup. Moment, was hatte ich denn jetzt vor? Ach so. Genau. Ich muss mich beeilen. Ich bin ja nicht doof, ne? Ich brauche mich jetzt auf ein Bett und dann gucke ich, sobald ich schlafen kann, lege ich mich nämlich hier hin, werde die erstmal morgen gleich dann also einzäunen, sobald es geht. Erst einmal und dann drüber transportieren, nach und nach. Nachdem ich dann rausgekundschaut habe, wo ich natürlich hin muss. Du kannst nur nachts schlafen. Du kannst nur nachts schlafen. Ich gehe doch schon beinahe Nacht jetzt. Und wenn ich müde bin, dann kann ich schlafen, wann ich will. Also, jetzt lass mich hier mal rein. Verdient. Komm schon. Ja. Jackpot. So, jetzt muss ich nur mal überlegen, wie ich den hier das nochmal craften konnte. Wie war das denn? Wie ging das? War das irgendwie so? Oder hat man... Ich weiß es nicht. Sei mir verziehen, dass ich es nicht hinkriege. Ich habe gerade keine Ahnung, was ich hier treibe. Also ich habe versucht, jetzt eine Leine zu bauen, aber ich habe das Crafting-Rezept gerade gar nicht im Kopf. Ist ja jetzt auch egal, dann machen wir das erstmal so, dass wir die hier erstmal einzäunen. So dass die zumindest schon mal nicht mehr weglaufen. So, zup, 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 zup. Ja gut, viel ist es jetzt nicht und es soll ja auch gar nicht groß werden und notfalls haben wir aber auch noch ein bisschen Holz zur Verfügung. Lauf doch jetzt nicht dahin, wo ich hier bauen will. Du hast doch nicht mehr alle Tassen im Schrank. Du kommst da schon früh genug rein. Keine Sorge. Dafür sorge ich, dass du da gleich reinkommst. So. Ja, müssen noch ein paar müssen wir uns noch machen. Oh, haha, dann hätten wir schon mal die ersten Tiere. Ey, das wäre schon... Uppala. Das wäre schon mal richtig, richtig geil, weil... Ich mach glaube ich nochmal 6. Denn dann
geht das alles mal ein bisschen voran. Wir haben schon mal dann Nahrungsmittel und können uns besser ernähren. So, das kann man noch zusammenstapeln und das braucht auch keinen Schwein. So. Denn it is fucking cold. Wahrscheinlich klappt das gerade jetzt gleich wahrscheinlich gar nicht. Wo ist ein Chavo Umono Uno? Ich hatte doch zwei Schafe mitgenommen, die rumeiern. Wobei ich nicht weiß, wo das andere Schaf gerade abgeblieben ist. Okay. Ein Schaf muss dann erstmal genügen hier. Das andere kann ich ja dann gleich noch suchen. Ey, dann wenn du sollst. Ne, dann willst du nicht mehr, oder wie? Hä, willst du mich jetzt hier... Komm mal schön mit. Das ist extra für dich. Und für dich. Und für dich auch, genau. So ist schön. Schön mitkommen. Ja, macht ihr fein. Bist aber eine feine Kuh. Nur deine Kuh da hinten, die ist irgendwie so ein bisschen doof. Die sieht auch schon ein bisschen doof aus. Ja, jetzt kommt, los. Ihr habt doch nie ewig Zeit. Och, das... Das blöde Schaf. Geile Kiste. So, wie komme ich jetzt am besten hier raus? Ich glaube, ich nehme jetzt einfach einen Erdblock. Dann knall ich mir eben schnell hier hinten. Ich hoffe, dass da gerade kein Schaf dann rüberhüpft. So. Jetzt können sie da gar nicht rüberhüpfen. Haha. So. Erdblock weg, Erdblock weg. Wir haben zwei Kühe und ein Schaf schon mal eingefangen. Und jetzt geht es nur noch darum, herauszufinden, wie ich denn nach Hause komme. Ein Kompass würde da sehr, sehr helfen. Der ist ein Schwein. Helle Schwein. Aber du willst ja gar keinen Weizen, ne? Ich meine, das wäre früher mal gegangen, dass man so mit Weizen locken konnte. Warum interessiert dich das nicht? Schau ihn nicht so blöd an, du Sau. So, okay. Nee, interessiert ihn absolut nicht. Und ich habe immer noch keinen Plan, wo ich hin muss. Und wir kommen zum Talk am Abend. Hört sich echt so an wie eine Talkshow. Oder komische Fernsehsendungen, wo es um Lebensabschnitte geht, die gut sind und welche, die nicht so gut sind. Ne? Der ein oder andere versteht bestimmt diese Anspielung. Das ist schon eine ganz schöne Ecke, ne? Also die wir jetzt gelaufen sind. Und ja, da vorne haben wir die Grube ausgehoben. Ja, 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 wir sind auf dem richtigen Wege. Dann kann ich nämlich auch da alles vorbereiten. Erstmal, bevor ich die Viecher hier überführe. Das könnte denn nämlich besser klappen, wenn ich das dann erstmal mache und dann schaue mal. Da können wir erstmal das Inventar ausleeren, das ist nämlich echt verdammt voll. Und bevor ich dann die nächste Aufnahme starte, werde ich auch erstmal nachschauen, wie denn das Crafting-Rezept nochmal war für die Leine. Das heißt, ihr braucht es mir nicht in die Kommentare schreiben, ist zwar nett, aber ich werde es dann gleich schon herausfinden.
Denn ich nehme ja mehrere auf, ich mache ja mehrere Folgen hintereinander. Und dies klappt dann schon irgendwie. So, ja, Fleisch haben wir schon einiges. Schwarzpulver, Glowstone-Staub. Haben wir bestimmt von der Hexe gekriegt. Das, so, Steinschwert und Wolle und das können wir zusammenfügen. Fühlen. Oh Mann. Okay. Das Bett brauchen wir, glaube ich, jetzt. Vorbei, das können wir für Rückfahrt nochmal vielleicht benutzen. Erde bleibe ich auch mal weg. Hier würde ich erstmal das Fleisch reinwerfen und hier ist zwar das jetzt drin, aber da sollte erstmal das schön schmelzen. Ja, an dieser Stelle erstmal vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin natürlich auf Wiederschauen.